Evonik. Kraft für Neues. Herr Gall, für mich sieht es aus wie eine große Raupe. Aber was ist jetzt das Neue? Es ist eine Raupe, aber es ist eine Raupe mit einer integrierten, intelligenten Maschinensteuerung. Ja. Was ist das Intelligente an die Maschinensteuerung? Es ist nicht nur eine Maschinensteuerung, wo wir das Schild steuern, sondern es ist auch eine Maschinensteuerung, wo wir die mit einer Schlupfkontrolle. Ja. Das heißt, wir steuern Neigung und Höhe vom Schild, aber wir überwachen auch die Beladung vom Schild. Wenn die Last zu viel wird, ja, dass wir Schlupf hätten an die Ketten, dann heben wir das Schild ein bisschen hoch, sodass wir immer die Maschine in Bewegung haben. Das heißt, für den Fahrer wird es einfacher? Das heißt, für den Fahrer ist es viel einfacher, es ist viel entspannter für den Fahrer. Der Fahrer braucht auch nicht den Top-Profi zu sein, um die Maschine zu bedienen, sondern auch der junge Fahrer oder der wenig erfahrene Fahrer kann mit so einer Maschine eine Top-Leistung bieten. Intelligent, weil es nicht nur Schild, sondern auch Kettenschlupf steuert und dass es Maschinendaten und Geländedaten miteinander verknüpft und so die Steuerung komplett macht. Spannend. Ja, ist spannend und auch sehr innovativ. Schöne Geschichte. Danke.